Zusammenspiel zwischen dem Ross und dem Ritter? Reithelm, Guckenfilet, Reithändchen, das Ross. Wenn man am linken Zügel zieht, dann geht das Ross auf links. Mit anderen ausreiten ist einmal lustig. Vielleicht einmal eben weniger an irgendetwas denken, sondern das Ross und die Natur geniessen. Ja, am Reiten gefällt mir die Zusammenarbeit mit dem Ross vor allem und auch sich um das Ross kümmern. Halt. Der Charakter ist auch von jedem Ross anders. Man muss ihm auch zuerst immer Zeichen geben, dass er weiss, aha, jetzt kommt etwas. Das ist Turn auf dem laufenden Ross im Kreis, also so wie auf einer Wolte. Gerätschuhe braucht man, dehnbare Kleider. Geschicklichkeit, Gleichgewicht. Ja, am Anfang tut man eigentlich auf dem Fass so ein bisschen einfache Übungen machen. Man muss einfach in verschiedenen Gangarten Sachen machen, wie Grundsitz, Fahne, Mühle, Schere. Das sind 5 verschiedene Disziplinen. Fechten, Schwimmen, Rennen, Reiten und Schiessen. Es gibt Dressur und Springen. Springen ist halt mehr auch eine Beweglichkeit vom Ross. Ja, man muss vorher vorbereiten und dann weiterhauen mitgehen. Man hat mir Freude, man hat es geschafft.